Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in Teil 2 meiner kleinen Videoserie über die Akronyme EBITA und EBITDA. Und wir haben im ersten Teil gesehen, wofür das A steht, nämlich für Amortization. Und das D, was den einzigen Unterschied bildet zwischen diesen beiden Akronymen, steht für Depreciation. Das ist etwas, was man verstanden haben muss. Wir haben in der englischen Sprache zwei unterschiedliche Ausdrücke für Abschreibung, je nachdem, was wir abschreiben. Und ich fokussiere jetzt zunächst mal auf den EBITA, also dieses Akronym hier. Earnings before interest, taxes and amortization. Dieses A steht für Amortization. Während das D hier, was beim EBITDA dazukommt, für Depreciation steht. Was ist der Unterschied? Ich habe es im ersten Teil ausführlich erklärt. Hier nochmal kurz das Wesentliche. Amortization steht für Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Auf immaterielle Vermögenswerte. Das heißt, wir haben beim EBITA eine Größe, eine Kennzahl, ja, nochmal kurz erwähnt sei, dass wir hier im Rechnungswesen sind, bei der Jahresabschlussanalyse bei Kennzahlen, aber das sollte mittlerweile klar sein, vor allem wenn man den ersten Teil gesehen hat. Also da sind wir, ne, das sind alles Kennzahlen hier, dass wir bei dieser Kennzahl EBITA diese Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte wieder hinzurechnen. Ja, es ist ja B before. Wir haben also eine Kennzahl, die uns die Ertragskraft des Unternehmens zeigt, ehe bestimmte Größen abgezogen werden. Und die Größen, die abgezogen werden, sind die Zinsen, die Steuern und die Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Um das Ganze zu verstehen und vor allem zu verstehen, was das soll, sollte man verstanden haben, was man hier vor allem meint mit immateriellen Vermögenswerten. Ich habe im ersten Teil Beispiele gegeben, was immaterielle Vermögenswerte sind, nämlich nicht greifbare Vermögenswerte, wie zum Beispiel eine Kundendatei, ist zwar als Datei möglicherweise greifbar, aber der eigentliche Wert ist ja nicht die Datei, der Träger, sondern das, was draufsteht, also die Daten. Und der wichtigste immaterielle Vermögenswert, um den es hier im Wesentlichen geht, ist der Firmenwert. Wir haben also beim EBITA eine Erfolgsgröße, ehe die Zinsen, die Steuern und der Firmenwert abgezogen wurden. Beziehungsweise wir müssen bestimmte Größen wieder hinzurechnen. Wenn wir das jetzt berechnen wollen, wenn wir diesen EBITA ermitteln wollen, dann nehmen wir, Sie wissen, es gibt zwei Verfahren, es gibt das Gesamtkostenverfahren und das Umsatzkostenverfahren. Beide sind im § 275 HGB geregelt. Im Gesamtkostenverfahren haben wir hier 8 Posten, im Umsatzkostenverfahren haben wir hier 7 Posten. Auch das habe ich ausführlich in anderen Videos erläutert. Schauen Sie meine Videos Gesamtkosten und Umsatzkostenverfahren. Dann haben wir im Prinzip hier dann unter 8 bzw. beim Umsatzkostenverfahren einen Saldo und den kann man den EBIT nennen, obwohl der Begriff im HGB nicht steht, sondern das ist das ordentliche Betriebsergebnis, das wäre der deutsche Ausdruck. Der EBIT ist das ordentliche Betriebsergebnis. Ja? Und jetzt müsste man im Gesamtkostenverfahren einen Teil von den Posten 7a wieder hinzurechnen, plus Teile von 7a und dann haben wir den EBITA. Ja, was ist 7a? 7a ist eine Zusammenfassung von zwei Dingen, nämlich Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen. Wir brauchen also die Information,
Welcher Teil von der Zahl, die unter 7a steht, bezieht sich auf die immateriellen Vermögenswerte? Welcher Teil ist im Wesentlichen Firmenwert? Wenn wir das wissen, dann, das meine ich mit Teile von 7a. Also der Teil von dieser Zahl, der sich bezieht auf die Abschreibung der immateriellen Vermögenswerte. So muss man korrekt sagen. Wir brauchen also für eine Prüfung, brauchen wir diese Angabe. Ja, denn wenn wir uns das Gesamtkostenverfahren anschauen, da haben wir ja unter Abschreibung siebtens Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen. Ja, und der Anteil auf Sachanlagen ist mit Sicherheit höher. Und unter B haben wir dann auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Ja, also es ist auf jeden Fall 7a, aber nur ein Teil von 7a, den wir dazu rechnen müssen. Beim Umsatzkostenverfahren finden wir diese Angabe überhaupt nicht über Abschreibung, weil das Umsatzkostenverfahren die Aufwendungen anders strukturiert. Auch das habe ich ausführlich erklärt. Das heißt, wir müssen hier plus Angabe aus Anlagespiegel. Wir kriegen die Angaben über die Abschreibung im Umsatzkostenverfahren nicht anders raus, weil sie in verschiedenen Posten stecken. Die Abschreibung im Umsatzkostenverfahren sind nicht eigens ausgewiesen. Ja, das ist etwas, was man wissen sollte, wenn man mal in eine mündliche Prüfung ins Rechnungswesen geht und wirklich nach den Sternen greifen will und einen Prüfer hat, der hier kompetent ist. Da kann man eine Menge interessante Fragen aufwerfen im Rahmen eines Prüfungsgesprächs. Ja, zum Beispiel, wie machen Sie das denn im Umsatzkostenverfahren? Und da muss man sagen, ja, leider, diese Staffelung hier 1 bis 7 weist die Abschreibung nicht aus, weil das Umsatzkostenverfahren ja nicht nach Kostenarten strukturiert, sondern nach Funktionsbereichen. Und diese Abschreibungen im Umsatzkostenverfahren stecken im Posten 2, Herstellungskosten zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen, im Posten 4 Vertriebskosten und im Posten 5 allgemeine Verwaltungskosten. Da irgendwo sind auch Abschreibungen dabei, aber nicht eigens ausgewiesen. Deswegen müssen wir in den Anlagespiegel gehen und da uns die Abschreibung rausholen und dann haben wir auch den EBITDA. So, jetzt abschließende Frage für diesen Teil. Warum? Warum entwickelt man eine bilanzielle Kennzahl, die uns das ordentliche Betriebsergebnis zeigt, vor Abzug der Steuern, der Zinsen und des Firmenwerts? Warum? Warum ist diese Größe, warum hat man EBITDA und EBITDA und EBIT und EBT, warum das ganze Zeug? Nun, auch hier wieder ist die Standardantwort internationale Vergleichbarkeit. Denn gerade beim Firmenwert, der ja hier durch die Addition, also man kann sagen Plusteile von 7a, faktisch ist es die Abschreibung auf den Firmenwert im Wesentlichen, wird wieder hinzuaddiert. Vorher war es Minus, hier war es Minus, wird hier wieder dazuaddiert, damit ist es egalisiert. Damit haben wir eine Größe, die um diese Abschreibung auf den Firmenwert im Wesentlichen, das ist der wesentliche Punkt, um die Abschreibung auf den Firmenwert bereinigt ist. Und warum ist das so? Nun, der Grund ist der, dass wir in HGB und IFRS unterschiedliche Regelungen haben bezüglich Firmenwert. Im HGB ist vorgesehen eine planmäßige Abschreibung. Und in den IFRS, man nennt das in den IFRS Impairment only, hat man nur für bestimmte Fälle, nämlich wenn Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen, eine außerplanmäßige Abschreibung. Aber wirklich nur, wenn Anzeichen vorliegen. Ja, während planmäßige Abschreibung läuft planmäßig, da haben Sie jedes Jahr die Abschreibung, solange der Abschreibungshorizont geht. Aber außerplanmäßige Abschreibung, da ist erstmal die Frage, machen wir es überhaupt? Ja, planmäßig wird jedes Jahr gemacht.
Jedes Jahr der gleiche Betrag. Außerplanmäßig ist die Frage, machen wir es überhaupt? Das heißt, in der Regel wird der Firmenwert bei IFRS nicht abgeschrieben, es sei denn, es liegen entsprechende Anhaltspunkte, spezifische Anhaltspunkte vor, dass ich es tun muss. So, das heißt also, wir haben hier unterschiedliche Regelungen mal wieder zwischen dem deutschen und kontinentalen Prinzip und dem angelsächsischen Prinzip, denn für nichts anderes stehen diese beiden Regelungswerke hier, das HGB und IFRS, sodass wir diese länderspezifischen unterschiedlichen Betrachtungsweisen eliminieren. Ja, also das Schlüsselwort für die mündliche Prüfung ist zur internationalen Vergleichbarkeit. Und das erläutern Sie dann, indem Sie sagen, wir haben ja im HGB für den Firmenwert die planmäßige Abschreibung, nach IFRS die außerplanmäßige Abschreibung, nur wenn Anzeichen vorliegen. Und diese unterschiedlichen nationalen Regelungen, die eliminiere ich komplett, sodass ich einen Wert habe, der um diese Bilanzpolitik bereinigt ist. Und damit habe ich eine bessere internationale Vergleichbarkeit. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.